Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Scheiße, sein Tausend bestimmt über 35 Grad. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde! Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte! Bleiben Sie bei uns, Blazkowicz. Kämpfen Sie! Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder! Wir brauchen einen Blutspender! Schnell! Leute, wir brauchen dringend Blut! Hört ihr! Alle zur Krankenstation! Na los, beeilt euch! Ja! Ich brauche Licht! Bleib da, still jetzt. Er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg! Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie, er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia. Jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lasse ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen. Aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Versteckst dich im Schrank! Dein Anblick macht mich krank! Du bist so verdammt schwach! Die hacken auf dir rum, die zerbrechen, lassen dich Dreck fressen! Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten! Aber ich zeig dir, wie man es sehen kann! Shh. Ruhig atmen, Blazkowicz! Kommen Sie wieder zu Kräften! Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Und fühlst du die Tritte? Bessie! Happy! Ja,
Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselst so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden, die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz, Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schergen begradigen. Es liegt an dir. Zwinge an den Abzug. Also. Und jetzt? Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Das heißt, dass... Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger.